Das sogenannte MCAS, der 737 MAX und die dazugehörige Umsetzung, das ist zurzeit das riesige Diskussionsthema in der Luftfahrt. Denn zweifelsohne war das System an beiden tragischen Unglücken mit diesem Flugzeug, am Lion Air Absturz und auch am Ethiopian Airlines Absturz, mit insgesamt zusammen fast 350 Todesopfern, da war das System beteiligt. Und nachdem jetzt, nach diesen beiden Abstürzen, nahezu überall bekannt geworden ist oder erklärt wurde, warum dieses MCAS überhaupt ein elementarer Bestandteil des Systems der 737 MAX zu sein scheint, da ist die Maschine direkt mal in den Köpfen vieler Leute, ganz egal ob Luftfahrt begeistert oder nicht, als Fehlkonstruktion abgestempelt worden. Darüber haben wir auch schon häufiger mal gesprochen. Allerdings haben wir das noch nie so richtig mit dem direkten Konkurrenzmodell, mit dem A320neo verglichen, denn der ist teilweise ja sogar mit dem gleichen Triebwerksmodell unterwegs wie auch die Boeing 737 MAX. Aber warum braucht der so einen MCAS nicht? Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, gehen dafür direkt mal 50 Jahre zurück und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der A320 und die Boeing 737, beide Flugzeugfamilien, die sind schon seit Jahrzehnten direkte Konkurrenten. Man erzählt erst einmal nicht unbedingt etwas Falsches, wenn man sagt, dass es zu einem bestimmten Modell aus der A320-Familie auch ein entsprechendes Gegenstück aus der 737-Familie gibt. Da gibt es natürlich einige Unterschiede im Detail, aber erst einmal kann man davon ausgehen, dass beide Flugzeugtypen das gleiche können und beide Flugzeugtypen bzw. beide Flugzeugfamilien für die gleiche Zielgruppe gebaut werden. 1988 wurde der erste Airbus A320 an eine Fluggesellschaft übergeben. Das war Air France, hier die Fluggesellschaft. Zu dieser Zeit gab es die Boeing 737 bereits seit 20 Jahren. Ende der 80er Jahre befand sich das Modell bereits in der zweiten Generation mit größeren, verbesserten Triebwerken. Diese Generation kennen wir als 737 Classic. Da also direkt mal ein großer und gleich noch sehr wichtig werdender Unterschied. Die 737 gab es also schon seit 20 Jahren, als der erste Airbus A320 vor über 30 Jahren mittlerweile auf den Markt kam. Die beiden Varianten der ersten 737-Generation, also die Maschinen 737-100 und auch die 200er Version, die waren zuerst ausgestattet mit JT8D Motoren. Das sind Triebwerke, die man hier unter der 737 mit einem Ferndurchmesser von 1 Meter und 8 Zentimeter gefunden hat. Das ist ziemlich wenig. Und jetzt muss man sich da einfach nur mal ein Bild anschauen und erkennt, dass diese Triebwerke ganz anders aussehen als die modernen Triebwerke, die man heutzutage unter Flugzeugen findet. Das liegt daran, dass diese Triebwerke damals, zumindest aus heutiger Sicht, ein sehr geringes Nebenstromverhältnis hatten. Das liegt bei ungefähr 1 zu 1. Das gibt es so in der zivilen Fliegerei schon lange nicht mehr und bedeutet, dass die gleiche Menge an Luft, die auch durch den heißen Kern des Triebwerkes durch die Brennkammer geschickt wird und damit wirklich am Verbrennungsprozess teilnimmt, dass die gleiche Menge an Luft auch außen herum um den heißen Kern herum geleitet wird. Heute hingegen ist es nicht unüblich, dass bei modernen Triebwerken gerne mal das Zehnfache der Luft, die durch die Brennkammer durchgeht, außen herum geleitet wird, also umgangssprachlich am heißen Kern des Triebwerkes vorbeigeht. Dazu fällt bei der Betrachtung der ersten 737 auch noch auf, dass die Maschine wirklich sehr kurz ist. Die 737-100, von der nur 30 Stück gebaut wurden, und übrigens war Lufthansa ab 1968 Erstbetreiber dieser Maschine, die war ungefähr genauso lang, wie sie auch breit war. Mit der 737-200 brachte man dann tatsächlich bereits die erste verlängerte Version der 737 auf den Markt. Die hatte dann eine Rumpflänge von etwa 30 Metern und 50 Zentimetern. Nur um an der Stelle mal so ein bisschen vorzugreifen, die bald kommende 737 MAX 10, die wird knapp 14 Meter länger sein. Aber gut, diese beiden Punkte sind jetzt also erst einmal wichtig, um nachvollziehen zu können, dass die 737 in ihrer Urversion als 737-100 oder 200 gar nicht so viel Bodenfreiheit benötigte. Beziehungsweise war die Bodenfreiheit dadurch gewährleistet, dass man eben sehr, sehr kleine Triebwerke unter den Tragflächen hatte und man braucht eben auch kein hohes Fahrwerk, weil das Flugzeug sehr kurz ist. Und deswegen hat man mit der Bodenfreiheit des Hecks beim Rotieren des Flugzeuges sowieso keine Probleme. Der Rumpf der Boeing 737 kauerte also von Anfang an sehr, sehr dicht über dem Boden. Und jetzt aber, wie eben bereits angedeutet, kam dann Ende der 1980er Jahre mit dem ersten A320 auch eine verbesserte Version der 737, die 737 Classic. Die Probleme mit größeren, moderneren Triebwerken, die fangen nämlich nicht erst, wie man das jetzt bei den ganzen Berichten vermuten könnte, mit der 737 MAX an, sondern das ging alles schon vor mehr als 30 Jahren los. Die 737-200 hatte spätestens Ende der 80er Jahre einen viel zu hohen Spritverbrauch, passte einfach nicht mehr in die Zeit und vor allem war das Flugzeug einfach viel zu laut. Da mussten jetzt neue Triebwerke her, da kam man gar nicht drum herum. Und um die Effizienz zu steigern, kam man auch nicht drum herum, das Nebenstromverhältnis zu erhöhen. Das heißt, man braucht einen größeren Ferndurchmesser. Dieser vergrößerte sich jetzt also bei der neuen Version der 737. Ihr erinnert euch noch, 1 Meter und 8 Zentimeter waren es bei der alten 737-200. Bei der 737-300 sind es jetzt auf einmal
1,52 m im CFM56-Triebwerk. Das ist ein ziemlich großer Unterschied und dabei musste man an diesem Triebwerk schon einiges verändern, damit das überhaupt unter die 737-300 passt. Das eigentliche, ursprüngliche Triebwerk des Herstellers CFM International, das war nämlich sowieso schon ein bisschen größer und hier musste man das für die 737 also schon mal erstmal ein bisschen kleiner machen. Den Fandurchmesser, den schrumpfte man wieder ein bisschen zusammen, wodurch das Triebwerk auch minimal weniger effizient war als die Version, die unter Flugzeugen angebracht werden konnte, die eben etwas weiter über dem Boden waren. Zum Beispiel eben beim A320, da findet man auch das CFM56-Triebwerk, allerdings in Originalgröße. Aber es funktionierte auch bei dem Konkurrenzmodell von Boeing. Es musste einfach funktionieren. Und in Kombination mit dem Versetzen einiger wichtiger Bauteile, die zu einem solchen Triebwerk bei einem zivilen Verkehrsflugzeug noch mit dazugehören, zum Beispiel eben ein Getriebe, der daran hängende Generator, dann noch einige Pumpen und entsprechende Schläuche und so weiter, diese versetzte man von der Position unterm Triebwerk an die Seiten und dadurch entstanden dann auch diese charakteristischen Hamsterbacken, die ein 737-Triebwerk hat. Und dadurch ist das Triebwerk auch unten abgeflacht, so konnte man die Bodenfreiheit gewährleisten. Das heißt, man musste auch hier schon einige Dinge am Triebwerk verändern und wir befinden uns immer noch, denkt dran, bei der 737-300 vor mehr als 30 Jahren. Und trotzdem musste man auch dieses Triebwerk schon etwas weiter vorne und etwas weiter oben anbringen, als man es normalerweise ganz einfach getan hätte. Ja. Und damit hatte man es dann aber doch geschafft, ein modernes Triebwerk mit einem Nebenstromverhältnis von 6:1 mittlerweile und einem entsprechend erhöhten Fandurchmesser unter der 737 anzubringen. Weiter ging es dann kurz vor der Jahrtausendwende mit der dritten Generation der Boeing 737. Mit der 737NG. Und diese Version, die war schon längst überfällig zu diesem Zeitpunkt, denn man musste etwas Neues bringen, um jetzt endlich mal wirklich mit dem A320 effizienztechnisch mithalten zu können. Und dafür mussten auch wieder neue Triebwerke her. Der A320 war ja bereits ausgestattet mit ebenfalls CFM56-Triebwerken, allerdings in einer größeren Version mit einem Fandurchmesser von etwa 1 Meter und 73 cm. Das sind knapp 20 cm mehr als bei der 737 Classic. Und das macht ein ähnlich kurzes Fahrwerk wie bei der 737 natürlich beim A320 unmöglich. Hier setzte man das Flugzeug von Anfang an deutlich höher als die Boeing 737, was sich spätestens bei der Entwicklung der nächsten Generation auf jeden Fall bezahlt machen sollte. Aber zurück zur 737NG. Die neue 737-800 war jetzt also Maß der Dinge. Die Maschine ist übrigens knapp 10 Meter länger als die erste 737, aber das nur mal so als Info am Rande. Und sie war natürlich ausgestattet mit neuen Triebwerken. Allerdings musste sich viel mehr in diesen Triebwerken verbessern. Und viel mehr wurde in diesen Triebwerken optimiert, als das, was man jetzt wirklich von außen erkennen kann. Der Fandurchmesser, den man vielleicht gerne vergrößert hätte, den konnte man jetzt nicht wirklich weiter vergrößern, weil einfach kein Platz war. Man vergrößerte ihn um 3 cm auf 1,55 m. Wirklich mehr ging jetzt an dieser Stelle einfach nicht mehr, ohne das Flugzeug grundlegend zu verändern. Also Verbesserungen an den Triebwerken fanden jetzt nur noch innerhalb dieser Triebwerksgröße statt. Oder halt eben in Form von Winglets oder Tragflächenverbesserungen, aerodynamischen Verbesserungen und so weiter. Währenddessen arbeitete Airbus zu dieser Zeit bereits an der ersten großen Veränderung ihrer A320-Familie, an der ersten großen Überarbeitung. Denn jetzt sollten neue Triebwerke mit dem A320neo kommen. Das Neo steht dabei für New Engine Options. Und auch hier, weil es eben die neuen modernen Triebwerke ermöglichen, beziehungsweise weil das der Weg ist, um moderne Triebwerke zu ermöglichen, effizientere Triebwerke zu ermöglichen, kam man auch hier nicht mehr um ein größeres Nebenstromverhältnis und damit verbunden einen größeren Fandurchmesser drumherum. Die beiden Triebwerksoptionen, für die man sich dann entschied, war zum einen das Pratt & Whitney PW1100G und von CFM das Leap 1A Triebwerk. Beide Triebwerke setzen eben auf genau das, einen größeren Fandurchmesser und damit verbunden ein größeres Nebenstromverhältnis. Beim A320neo stieg jetzt der Fandurchmesser von 1 Meter und 73 cm auf 2 Meter und 6 cm. Das ist ein großer Unterschied und das sind auch wirklich große Triebwerke, aber beim A320 passt es halt. Hier hatte man jetzt also die Bodenfreiheit, die man sich vorher mit einem vergleichsweise langen Fahrwerk quasi erarbeitet hatte, die hat man jetzt aufgebraucht. Auf dem Weg vom A320 zum A320neo sank die Bodenfreiheit durch die größeren Triebwerke um etwas mehr als 10 cm auf jetzt 46 cm. Und damit ist man etwa auf 737-NG-Niveau angekommen. Die Boeing 737 war jetzt also konstruktionsbedingt quasi schon an den Grenzen beim Thema Triebwerksgröße angekommen. Aber ihr wisst alle, was dann passiert ist, das müssen wir nicht nochmal komplett aufrollen. Aufgrund von Zeitdruck entschied man sich nicht für eine komplette Neuentwicklung, sondern man wollte auf jeden Fall neue, größere Triebwerke unter die Tragflächen der aktuellen 737 pressen. Übrigens auch wieder das gleiche Triebwerksmodell, wie es auch beim direkten Konkurrenten, beim A320neo verwendet wird, nur halt eben kleiner.
Also, genauso wie auch schon auf dem Weg von der Urversion der 737 zur 737 Classic, musste man jetzt das neue Triebwerk wieder weiter oben anbauen, wieder weiter vorne vor der Tragfläche anbauen. Und bei der 737 Max musste man jetzt das neue Triebwerk sogar so ein kleines Stück kippen, damit das mit der Bodenfreiheit überhaupt alles hinhaut. Und der Fandurchmesser, der erhöhte sich während der Entwicklungszeit des Flugzeuges immer mal so ein kleines Stückchen mehr. Denn man musste ja irgendwie mit dem A320neo mithalten können. Und der hatte eben den großen Vorteil, dass sehr viel größere Triebwerke unter seine Tragflächen passen. Aber gut, man erhöhte dann den Fandurchmesser von 1,55 m auf etwa 1,76 m. Das ging allerdings nur, weil man das Bugfahrwerk der 737 MAX verlängerte. Da fand man dann doch noch ein bisschen Platz. Jetzt das Hauptfahrwerk zu verlängern, was einige Probleme lösen würde, das wäre allerdings mit so viel Aufwand verbunden, mit so viel Kosten verbunden und damit auch mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, dass man das lieber gelassen hat. Wir sehen es ja jetzt bei der 737 MAX 10, wo eine Verlängerung des Hauptfahrwerks wirklich unumgänglich ist. Da ist das eine riesige Geschichte mit einem Teleskopfahrwerk, das beim Einfahren wieder so klein wird wie das eigentliche Fahrwerk der 737, damit es da in den überhaupt richtig reinpasst. Also eine ganz komische, aufwendige Geschichte. Bei der 737 MAX hingegen, bei der MAX 8, MAX 7 und MAX 9, da ist es das ganz normale Fahrwerk geblieben und deswegen ist man hier beim Fandurchmesser bzw. bei der generellen Triebwerksgröße immer noch so eingeschränkt. Und nur ganz schnell noch dazwischen geschoben, ist mir gerade jetzt noch aufgefallen, damit ich das jetzt nicht falsch erkläre, Teleskopfahrwerk bei der 737 MAX 10 bedeutet nicht, dass unter den Tragflächen dann mehr Platz ist für größere Triebwerke, sondern Teleskopfahrwerk heißt, dass die Maschine beim Rotieren quasi durch das Fahrwerk noch mal so ein bisschen vom Boden weggedrückt wird, weil es eben dabei noch so ein Stück mehr ausfedern kann. Also mehr Platz unter den Tragflächen des Flugzeuges für größere Motoren ist dort auch nicht. Also gut, jetzt sind wir wirklich alle Versionen einmal durchgegangen, haben aber das Wort MCAS noch nicht ein einziges Mal verwendet. Sorry dafür. In einem anderen Video haben wir ja schon einmal geklärt, warum das System, das MCAS, warum das so essentiell wichtig zu sein scheint für die 737 MAX und warum man das überhaupt installiert hat. Dass der A320neo dieses System nicht braucht, es liegt tatsächlich hauptsächlich an der Konstruktionsweise, über die wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten haben. Versteht mich aber bitte nicht falsch, auch der A320neo bleibt vom Ding her selbstverständlich ein mehr oder weniger konventionell gebautes Flugzeug mit sehr großen und sehr starken Triebwerken unter den Tragflächen. Also das sogenannte Pitch-Up-Moment, gerade bei relativ niedrigen Fluggeschwindigkeiten, wo eh schon ein relativ hoher Anstellwinkel anliegt, da tritt das dann nochmal deutlich stärker auf. Das gibt es selbstverständlich auch beim A320neo. Allerdings bleiben dort die Triebwerke unter den Tragflächen. Beziehungsweise schatten sie den Luftstrom auf die Tragflächen erst sehr viel später bei sehr viel höheren Anstellwinkeln ab. Dazu kommt aber auf jeden Fall auch die grundlegende Steuerung des Airbus A320, worüber wir auch mal eine ganze Videoreihe machen können, weil da gibt es wirklich einige sehr spannende Details zu erzählen. Aber wichtig ist jetzt erst einmal nur, der Flieger hat gewisse Schutzfunktionen oder gewisse Protections, so wie es das MCAS ja auch ist. Daher kommt auch der Spruch, dass Boeing mit der 737 MAX jetzt wohl ihren ersten Airbus gebaut hat. Im normalen Betriebsmodus des A320 ist es jedoch so, dass diese Protections vielmehr den Flieger in seiner Steuerung irgendwo begrenzen. Also sie geben einen Bereich vor, in dem sich das Flugzeug bewegen kann, ohne aerodynamische und strukturelle Limits zu überschreiten. Sie greifen nicht so aktiv ein, wie es das MCAS hier bei der 737 MAX tut. Der A320 bleibt also immer in diesem in Anführungszeichen sicheren Bereich, wie gesagt nur im normalen Betriebsmodus, aber dadurch lässt sich der Flieger zum Beispiel ganz klassisch durch das vom Piloten verursachte Überziehen des Flugzeuges gar nicht in einen Strömungsabriss fliegen. Das ist eine Schutzfunktion, von der auch Sully bei seiner Notwasserung auf dem Hudson River Gebrauch gemacht hat. Bei der 737 MAX hingegen, da ist das möglich und durch die in Anführungszeichen konstruktionsbedingten Schwächen, über die wir die letzten 10 Minuten gesprochen haben, die sich über die letzten 50 Jahre quasi entwickelt haben, dadurch tritt dieser überzogene Flugzustand durch einen Pilotenfehler bei den entsprechenden Gegebenheiten, bei langsamen Fluggeschwindigkeiten und so weiter, schneller ein bzw. ist nochmal deutlich wahrscheinlicher als beim Vorgängermodell, was das MCAS an dieser Stelle wohl unumgänglich macht. Dazu kommt, dass sich mit Hilfe der Fly-by-Wire-Steuerung, so wie sie im A320 verbaut wird, gewisse Erscheinungen oder auftretende Erscheinungen, zum Beispiel eben dieses Pitch-Up-Moment, das lässt sich dadurch nicht verhindern, aber es lässt sich so ein bisschen entschärfen. Und das auch bei Konfigurationsänderungen des Flugzeuges oder sowas, der Flieger kann einfach für den Piloten etwas dagegen arbeiten. Und das tun auch andere Fly-by-Wire gesteuerte Flugzeuge, wie zum Beispiel die 787 oder auch die 777 von Boeing. Ohne Softwareunterstützung fliegt also auch der Airbus A320 bzw. der A320neo nicht, zumindest im normalen Betriebsmodus. Er ist aber auch nicht wirklich bekannt dafür. Aber die Herangehensweise ist halt doch nochmal eine andere. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren und ich hoffe, ich konnte für euch nachvollziehbar erklären, warum diese Triebwerke einfach nicht so richtig unter die 737-Tragflächen passen.
und warum das beim A320 ein bisschen anders ist und warum der deswegen kein MCAS benötigt. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback zum Video. Pullover wie diesen hier findet ihr unter den Videos, jetzt auch mit einigen neuen Produkten in einigen neuen Farben, die ihr euch gewünscht habt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.